Dann geben wir hier noch die ganzen Leute ab, also die paar. Okay. Und jetzt gehen wir mal wieder nach hier. Oh. Okay. Ja, das können wir doch machen. Können wir mit dem... Ah, verdammt, ey. Martial. Gut. Dann müssen wir gegen die kämpfen. Das ist natürlich jetzt das, ist das erste Mal, dass wir gegen Elfen kämpfen. Also, abgesehen von... haben wir gegen die Galerien schon mal gekämpft? Ich bin gerade nicht mehr sicher. Bin mal gespannt. Ob die jetzt... Ob es jetzt schwieriger ist, gegen die zu kämpfen, als gegen die Kulan, weil das waren dann bisher ja so, so ziemlich unsere Hassfeinde. Die haben uns am meisten Probleme gemacht. Und jetzt haben wir ja hier das quasi den Vorteil, dass es ja durchaus relativ ein ziemliches Spiegelmatch ist. Nur, dass wir halt mehr haben. Wobei die mit der Zeit natürlich den Vorteil haben werden, dass sie viel schneller die Elite-Truppen rauspumpen könnten. Also in der Zeit, in der Geschwindigkeit, mit der die hier diese Crimson Ranger nachproduzieren, das ist nicht für mich machbar. Beziehungsweise ist auch insgesamt einfach nicht machbar. Die cheatet halt ein bisschen. Okay. Was ist das denn? Kaikov Mountain Keeper. Okay, ah, verdammt. Uiuiui, das ist knapp. Das war knapp. Knapp. Viel zu knapp. Ach verdammt, da habe ich mir dann zur Seite geguckt und dann hat sie mich erwischt. Okay. Aber es geht noch. Moment. Warum reitet da einer? Warum reitet der? Ah, das ist eine Household Guard. Ich glaube, das ist eine Household Guard. Ja. Warum reitest du? Bist du blöd? Guck mal, die Household Guards im Action sehen. Die sind, naja, okay. Nicht so gut wie die Champions. Aber sie kann es halt eben schnell holen. Also einfach holen im Gegensatz zu den Champions. Das dauert halt echt lange, bis man da welche zusammen hat. Was ist hier Kavallerie? Aber das ist doch kein Kavallerie. Der ist doch... Ja, vor allem hat er nicht mal was zum... Moment, kann ich nichts denn sagen? Dismount. Ja, wunderbar. Warum auch immer der in die Kavallerie-Kategorie gepackt wurde. Moment. Companion. Und der ist in der Infanterie-Kategorie. Das ist natürlich auch doof. Ja, wir müssen unseren Arzt auf jeden Fall vielleicht doch ein bisschen mehr im Kämpfen trainieren, damit er einfach, falls er dann mal hier wirklich an der Front wiederfindet, dass er dann nicht so schnell stirbt. Ich meine, er schlägt sich ja mittlerweile zurzeit ganz gut. Aber ich meine, das mit ein bisschen mehr Stärke könnte halt eben noch besser werden. Okay. Das ging noch, auch wenn ich relativ früh gestorben bin, doch noch ganz gut. Baron Gerion. Okay. Guck mal, ja, okay. Wie fühlst du dich? Ja, okay. Genau, hier, in generellen. Das muss ich ganz kurz nachgucken. Moment. Okay, habe ich mir schon gedacht. Hier, der ist honorable. Das heißt, der ist gut. So einen wollen wir haben. Okay.
Aber trotzdem müssen wir dich angreifen. Aber den werden wir auf jeden Fall freilassen. Falls wir ihn gefangen nehmen. Es wäre toll, wenn wir ihn gefangen nehmen. Oh, ein Crimson Ranger ist gestorben. Ihr Schweine, warum kann ich denn nicht... Ach, weil hier noch jemand ist. Okay. Dann können wir jetzt mal zusammenrechnen. 2000 Jahre später. Ja, ungefähr um die 2500 Leute. Das ist ein wenig außerhalb unserer Reichweite. Okay, Ragia ist mit uns und der will wahrscheinlich nicht mit uns in privaten reden. Ja. Okay, relativ ausgeglichen, also truppenmäßig. Gut, dass noch der Ragia da mitgekommen ist. Durchaus eine Herausforderung. Ah, wir haben auch Helentorn. Ne, gar keine Crimson Ranger verloren. Haben wir auch welche? Das ist halt eine Frage. Wir haben auf jeden Fall schon teilweise welche verloren. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch welche haben. Das ist natürlich echt traurig. Wir hatten irgendwie keine Ahnung, 16 Stück oder so. Und jetzt. Ah ne, guck mal, hier sind noch welche. Da haben wir keine Chance da. Aber wir können ja mal nach Grotzny gehen. Da hat man ja auch welche hingegangen. War auch welche lang gelaufen. Und dann haben wir Grund verloren. Ach, jetzt sind wir wieder grundlos. Schade. Okay. Castle. Mal sehen, was können wir denn hier machen? Was sind denn die Möglichkeiten? Patrouille mit einer Patrouille. Okay. Können wir gar keine anheuern. Hier können wir nichts machen, aber hier. Okay, was haben wir denn hier? 150.000. Freelancer Infanterie. Remus Guardsman. Die sind so billig, das heißt, die werden wahrscheinlich nicht so geil sein. Überleg, ob ich den Djinn. Komm, holen wir sie uns. Wir haben einiges an Geld. Ach, müssen wir da für die Army Geld hier haben? Wahrscheinlich. Ah, wir haben schon einen. Wir haben ja noch eine. Wir haben zurzeit 0. Okay. Die rekrutieren wir auch. Geben die hier ab. So, jetzt haben wir mittlerweile schon 422 Mann. Ja, nicht viel, aber immerhin etwas. Ja, und da kommen sie. Okay, das sind doch ein paar mehr, als ich dachte. Okay. Eieiei. Ja. Gut, dann belagern wir einfach das direkt wieder. Nein. Ja, auch meine Kollegen.
Leitern vorbereiten. Und dann im Schutze der Nacht. Oh, mittlerweile haben wir schon immer noch 18 Ranger, das ist auch schon mal schön. So, jetzt werden wir im Schutze der Nacht angreifen. Was soll denn der ganze Quatsch? Wir haben eine Armee aus Samurai, die dringend eingeweiht werden muss. Und deshalb greifen wir hier direkt mal an. Okay. Dann müssen wir wieder da hinten in dem blöden Häuschen da kämpfen. Viele Monate später. Okay, jetzt können wir aber hier schön von hinten rein schießen. Problem ist, beim hinten rein schießen, ist, dass irgendwann die Pfeile ausgehen. Denn mein Pfeilvorrat hier hinten ist begrenzt. Aber die Feinde sind weniger begrenzt. Ah, verdammt. Ja, ein bisschen können wir sie noch kämpfen lassen. Aber nicht allzu lange. Gerade schlagen sich noch ganz okay. Spawnen die denn auch hier hinten? Wusste ich noch gar nicht, dass sie auch hier spawnen können überhaupt. Gut, jetzt ziehen wir uns zurück. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ah. Puh. Haben wir es endlich geschafft. Das war, naja. Hätte bestimmt besser gehen können, aber hätte auch schlimmer sein können. So, jetzt nehmen wir hier möglichst... Uiuiui, haben wir viele Leute verloren. Na gut, das heißt, das ist aber das Gute, wir können zumindest viele Gefangene nehmen. Ja, eben alle. Die sind nicht Gefangene, meine ich natürlich. Ich meine natürlich Leute anheuern. So, ist der König? Ist der geflohen? Oder ist der wie... Nee, der ist... Aber wahrscheinlich ist er geflohen, habe ich nicht mitbekommen. Ja, noch nicht. Okay, der König scheint wirklich geflohen zu sein. Schade. Herzog Oskar. Aha. Ja, den haben wir das letzte Mal freigelassen. Können wir. Schade. Martial. Okay. Wenn wir den besiegen, sollte sie eigentlich die Truppe ja auflösen. Okay, wir haben mehr Truppen, aber die haben natürlich echt krasse Truppen. Also der Oskar hat ja ganz viele Drachen. 1, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay. Ja, das ist vor allem die ganzen Drachenleute müssen wir loswerden am besten. Am besten auf die Reiter gehen. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Haut ab! Haut ab! Haut ab! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ah, verdammt!
Oh Gott, da sterben Crimson Ranger. Uiuiui. Wir haben 9. So, oha. Okay. Aua. Uiuiui. Ne, das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Okay, wenn wir das jetzt... Gut. Das Problem ist... Ich bin leider nicht mehr verletzt. Null Chance. Ja. Keine Chance. Wir könnten allerdings... okay. Das ist auf jeden Fall schon mal besser. Ja, verlieren zwar ganz viele von unseren Elite-Truppen. Aber wenn wir den Baron fertig kriegen, wäre natürlich schon ziemlich cool. Komm, können wir hier noch irgendwas anheuern? Irgendwas. Hast du noch Sklaven? Ja. Gib mir mehr Sklaven. Weiß nicht, ob das bringt. Aber vielleicht. So. Aus der Garnison was noch was rausnehmen. Wie viele der noch von uns getötet haben soll. Naja. Okay. Na, er hat es entkommen. Aber egal. Wir haben den Chef von denen ausgerottet. Das ist sehr wichtig. Große Verluste haben wir erlitten. Das ist sehr schlecht. Aber wir haben den Rädelsführer. Haben wir. Das ist wichtig. Vielleicht sollte man wirklich auf Kavallerie umschwenken. Ich weiß es nicht. Ich möchte eigentlich nicht. Wir haben so schön mit Infanterie gekämpft. Ich meine, wir haben ja auch irgendwie jetzt gewonnen. Okay. Ja, okay. Sehr schön. Dann können wir hier wieder ein bisschen was einsammeln. Ja, ich glaube, in manchen Momenten ist auch das Auto-Resolve gar nicht mal so schlecht. Weil halt nicht wirklich, ich glaube, gerade bei solchen mega krassen Elite-Truppen, die werden, glaube ich, gar nicht mal so sehr mit einberechnet. Habe ich das Gefühl. Puh. Werden wir das erstmal alles los? Tja, ob wir uns noch einen... Moment. Ob wir uns noch einen... noch eine Mercenary-Party holen können? Ich weiß es gar nicht. Nein, ich wollte nicht durch die Straßen laufen. Oh, wir könnten auch versuchen, Leute anzuheuern. Okay, hier ist der... Ja gut, dann machen wir es halt einfach so. Wow, okay. Schade. Ich hätte gedacht, dass wenigstens ein paar von denen das annehmen. Aber okay. Ich wollte mal gucken, ob wir noch Leute anheuern können. Also noch mal so eine Armee.
Hallo Thülen. Ja. Das mache ich jetzt erstmal ein bisschen alleine. Okay, können wir nicht machen. Okay, das können wir. Ah, das können wir hier nicht machen, weil es gerade nicht unser Ding ist. Weil es nicht unsere Stadt ist. Sondern weil es gerade noch niemandem gehört. Mhm, ja, du wirst dann wahrscheinlich noch häufiger. Falkus, okay. Nee, der will wahrscheinlich nicht. Okay. Boah, jetzt ist aber hier. Nicht mehr lange und. Das komplette Reich der Drachen ist so ausgerottet mittlerweile schon. Juhu! Ich muss sagen, diese Djinn-Leute sind echt gar nicht mal so schlecht. Ich meine, wir sterben zwar haufenweise von denen oder werden verwundet, aber trotzdem gar nicht mal so schlecht. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Hätten wir das. Ich meine, Grotzni wird gerade belagert und das wird wahrscheinlich fallen. Aber wir haben schon mittlerweile, würde ich sagen, so um die. Oh, mal überschlagen, so um die 600, 700 Mann besiegt, aus dem Weg geräumt. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal ein Anfang. Jetzt werden wir erstmal noch. Warte, erstmal zur Garnison und geben hier die ganzen Sachen ab. Dann gucken wir gleich mal. Ja. Das ist sehr schön. Oh, das ist schön, wenn die Mercenaries als Köder nutzen können. Weil wenn wir sie angreifen würden, werden die ganzen Barone und die ganzen Lords in der Nähe auch joinen. Aber wenn nur die Djinn angegriffen werden, greifen nur die an, die auch wirklich dahin, das dahin schaffen. Das heißt, so können wir sie schön auseinanderpflücken, einzeln. Wir haben jetzt haufenweise Gladiatoren dabei. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, fast 200 Gladiatoren bei mir in der Tasche. Weil die sind halt echt schnell und einfach zu bekommen. Sehr schön, das sind auch die letzten. Und nochmal weitere 130 Mann oder so. Von den Drachen weggenommen. Das Problem ist, dass wir einfach in letzter Zeit viel zu selten die Leute gefangen nehmen. Ja, die entkommen nämlich alle. Entkommen auch alle. Naja. Okay, wir werden einfach noch ein paar von den Gladiatoren. Ja, hier 186 Gladiatoren. Das ist einfach so billig und schnell zu bekommen. Hallo Reinhold. Mhm. Ja. Was ist denn. Was sagst du denn so? Ja, ich glaube, das ist auch. Genau, das ist die zweite Honorable-Variante. Sehr schön. Wunderbar. Huiuiui. Und er ist auch entwischt. Aber immerhin ist seine Armee los. Aber nicht seine Arme. Die hat er noch behalten. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir hier mittlerweile fast 700 Truppen. Das ist schon mal gut. Aber. Ja, hallo. Okay, ich muss wieder meine Vasallen dazu holen, weil langsam unsere Söldnerarmee dahin schwindet. Sie schmilzt uns aus den Händen. So, und jetzt
Machen wir uns mal auf den Weg. Grozny. Und hier ist nichts los. Okay. Viel Spaß wieder zu Hause. Puh. Das heißt, wir haben die erste Welle von Drachen erfolgreich abgewehrt. Nice, 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 nice. So, erstmal hier alle upgraden. Ja, wir haben einiges an Crimson Rangern verloren. Aber naja, ein wenig Opfer muss halt auch sein. So, dann tun wir jetzt die ganzen Gladiatoren hier rein. So, dann haben wir jetzt doch fürs Erste jedenfalls die erste Invasionswelle der Drachen abgewehrt. Wir haben einmal halt wir haben einmal kurz Grund verloren. Das haben wir wieder zurückerobert. Ja, und das war's. Und wir haben Graal Castle erobert. Ja gut, dann natürlich Woldeberg haben wir natürlich, das war, da wurden wir überrascht durch die vielen Vasallen. Das war natürlich krass. Aber ansonsten lief doch ganz gut. Haben wir hier irgendwelche Verluste? Hier ist alles noch ungeplündert. Sehr schön. Ja, ich habe immer noch ein bisschen Angst vor den Drahara-Leuten und natürlich auch eigentlich von den Zen, aber vor allem von den Drahara. Naja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, denn das ist ja ein guter Punkt, Schluss zu machen. Ein schöner Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüssi.